Gib her das Geld. Oh, Plünderer. Abgeschlossene Herausforderung. 2000 freie EP. Er hat einen Tresor an der Zelle. Mit Geld? Ja, mit Geld. Er braucht ja sein Geld. Sprengmeisterklasse. Ja, das Problem ist nur, was bringt mir das, wenn ich noch gar nicht sprengen? Großartig, da ich keinen Raketenwerfer habe. Sagt, wenn ihr wieder bereit seid zum Teleporten. Ready. Joms. Luckies. Vierblättriges Kleeblatt, okay. So, Firestone. Sehr gut, du bist trotzdem in einem Menü. Mal sehen, hoffentlich funktioniert es diesmal. Sieht ja schon mal besser aus. Arid Badlands. Ja, die ariden Schlechtländer. Und wupp. Okay. Gucken, ob es hier jetzt schon bessere Waffen gibt oder nicht. Ja, nee, nicht wirklich. Wusstest du, dass Chef Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Nein, überhaupt noch nicht. Okay, dann können wir schon wieder zurück, ne? Jetzt geht's nur noch an... Ich will noch kurz ableveln. Okay. Großwildjäger müssen wir noch irgendwo hinbringen. Ah, das war aber nicht hier. Nee, das ist auch in anderen Ländern. Ja, die... Wie heißt das? Arid Hills? Nein. Da. Lucky's Last Chance? Ist, glaube ich, richtig. Achso, ihr seid wieder in Menüs. Ah! Warum immer in Menüs rumgraben? Sorry. So, jetzt. Wirklich? Okay, dann macht das einer von euch ab jetzt. Wo wollen wir hin? Ja, das musst du jetzt wohl herausfinden. Ja. Wo könnten wir hinwollen? Ist mir egal. Wir müssen zu Lucky. Lucky? Ja. Lucky Last Chance, Wittering Howl. Zwei Grafiken, zwei Texturen einfach übereinander liegen und schon sieht das aus wie so eine andere Textur. Wum, wum. So, und wo müssen wir jetzt hin? Achso, nochmal zu ihm hoch. Wir brauchen jetzt eh unsere Fahrzeuge. Rocket Launcher. Der Kampf später wird lustig. Gegen Matt-Typ da, Mad Max oder wie der heißt. Piu. Oh, das wird er jetzt noch tausendmal sagen, ne? Dass in Firestone irgendwelche Missionen los sind, die niemanden interessieren. Hallo. Zack. Oh, wow. Wir haben die Elefantenkanone bekommen. Die ist lustig. Guck mal. Aber, na, du hast sie doch auch. Ich hab sie auch? Ja, jeder kriegt die. Das ist eine Quest-Belohnung. Evil Rocket. So. Immer noch nichts Anständiges für mich. Nö. Also ich brauche sie nicht, aber es ist lustig. Der hat halt nur keinen Zoom, ne? Macht aber extrem Schaden. Brauche ich trotzdem nicht. Genau, wenn wir darüber springen, kriegst du auch noch deine Herausforderung, Flo. Gut. Falls du sie nicht per Zufall nicht schon. Vielleicht kriegt sie auch jeder automatisch. Wenn einer das macht. Was bekommen? Nö. Na gut, dann habt ihr sie wahrscheinlich vorn oder per Zufall vorn irgendwann selbst schon mal gekriegt. Man muss einfach länger in der Luft bleiben. Für eine relativ lange Zeit. Ich weiß nicht. 4 Sekunden, 5 Sekunden oder sowas. Oh, der Kampf wird jetzt wieder anstrengend. Welcher Kampf? Der gegen Matt Mel. Verrückten Mel.
Ach so. Wirst du den nicht töten irgendwie? Ja, werden wir auch gleich. Das sieht komisch Bereite aus. Dich auf einen schweren Kampf vor. Du brauchst nicht aussteigen. Der Kampf ist ein Kampf der besonderen Art. Ah, ich verstehe. So. André? Gut. Gleich müsste es losgehen. Okay. Auf geht's. Yep. Da fängt's schon an. Schieß, schieß auf die Outrider! Bumm. Ich werde immer im Kreis versuchen, Viecher zu überfahren. Ups. Ah, okay. Oh, oh. Das Problem ist, dass man kaum was ausrichten kann, wenn man erstmal am Boden ist. Gut, wir fahren mal im äußeren Kreis gegen den Uhrzeigersinn. Der andere fährt mit dem Uhrzeigersinn. Im Inneren. Dann müssten wir es eigentlich hinkriegen. Ich muss ja nur aufs Fahren achten, du kannst aufs Schießen achten. Boom, 7 EP. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Oh, ich glaube, jetzt geht's los, ne? Ja, da ist er. In der Mitte ist Matt Mel. Auf den müssen wir uns konzentrieren. Ups. Hört doch mal auf, mich reinzufahren, Jörg. Naja, jetzt bin ich am Arsch. Ja, das glaube ich dir auch. Steig mal aus, Flo. Ja. Oh Gott. Hallo. Zu spät. Keine Chance. Gib mir einen, gib mir einen. Nee, ich bin weg. Das ging ganz schnell. Oh wow, das war teuer. Das Coole ist, wir können die, glaube ich, von hier angreifen. Ja, wie soll ich das machen? Wenn ich da rüberlaufe, sterbe ich. Oh wow, ich krieg Damage durch das Ding hier durch. Wo ist denn Matt Mel? Oh, das war teuer. Ja. Wo seid ihr denn? Kriegen wir ein Auto? Ich bin noch hier, nee, ich bin noch hier. Ich schieße von hier einfach mit meiner Sniper-Rifle drauf. Also hier geht's einfach weiter? Ja, ja, klar. Das ist doch das Coole an Borderlands. Du kannst einfach weitermachen. Ohne Konsequenz. Sind, solange du in einem größeren Team bist, ist das kein Problem. Ach, das ist zu langsam, das Ding. Mach ich überhaupt keinen Schaden mit. Ich guck mir das lieber von der Position hier an, da falle ich wenigstens nicht um. Das ist so heftig. Ah, okay, ich habe einen kaputt gekriegt. So. Jetzt ist nur noch Matt Mel übrig. Schnapp ihn dir, Flo. Oh wow, ich mache 11 Schaden an ihm. Was ist denn der? Ah, erwischt. Erwischt den kleinen, niedlichen Matt. Ich kann mir ja richtig zu was brauchen. Komm bei mir vorbei, wenn du nach New Haven kommst. Ich würde dich gern mal persönlich kennenlernen. Ui, jetzt will er, dass wir nach New Haven gehen. Das ist gleich da weiter. Flo, holst du das Auto? Ich hol den Rest des Geldes. Komm ich da hin? Ja. Ja, das ist dann aufgegangen. Ich laufe auch schon mal in die Richtung. Ich hör's. Ja. Wow. Bam, 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 bam. Oh. Und war da drunter wenigstens was? Nee. Oh, ich bin auch. Ich wusste nicht, dass da eine Lücke war. Ich dachte, bist du irgendwie an der Seite runtergefallen. Sehr gut. Steige ein. Einsteigen. Boom. Ganz ruhig, ganz ruhig. Way. Machen? Ja, ich glaube schon, wenn da nichts ist, kannst du es auch machen. Hätten wir gar nicht weiterfahren brauchen. Neuer Hafen. Yay. Nicht Bremerhaven, sondern Neuer Hafen. Ja, dafür können wir jetzt auch gleich weiterfahren. Kannst fahren.
Ich kann, ich bin da nicht drin. Oh, ist noch nicht geladen bei dir? Nein. Na dann. Ich würde gern fahren. Geht leider nicht. Jetzt kannst du es aber. Okay. Das war ein bisschen schwer, das Hindernis. Ich tue es, aber ich kann, weiß ich noch nicht. Nee, nee, andere Richtung. Wir müssen nach New Haven. Ich wollte da nur einfach. Ach so, mal speichern, ja. Ich glaube, da drin gibt es auch einen Speicherpunkt. Würde ich auch ungern wohnen. Ist doch wunderschön hier. Von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Was ist das? Flints Bande und ihre Höllenmaschine sind in den Salt Flats und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie umkommen. Hier können wir auch noch mal eine Menge Sachen kaufen. Hier geht's lang. Es geht überall lang. Nein, ich habe hier aber eine Raute. Ach so, du meinst die Mission, ich quatsch mal mit dir. Klar, kannst du machen. Feuerschritt. Geht man aber gut. Okay. Hier sind überall übrigens Kisten versteckt, ne? Können wir ja endlich Dingens nutzen. Was für Dingens? Ah, wirklich? Cool. Was können wir nutzen? Den vierten Waffenslot. Jetzt kannst du vier Waffen gleichzeitig tragen. Ich gehe mal nach oben, hol mir die erste Kiste ab. Zack. Waschmaschine. Billig Pumpgun. Und eine eher schlechte Sniper Rifle. Was machen wir jetzt für einen Auftrag? Ja, den hier von Scooter. Hey. Verschiedenen Generatoren einfach. Boah, wie weit muss ich denn da noch? Hier irgendwo? Ach, ist das da oben oder was? Nee. Ach, da, ich hab den gefunden. Zack. Die Generatoren einschalten. Eine sehr, sehr wichtige Mission. Ich hab einen. Sehr gut, sehr gut. Guck einfach, wo die Kabel hinlaufen. Ich guck einfach da, wo der Diamant ist. Oder Raute. Nachdem. Außerdem sehe ich, stimmt, du hast recht, da ist ein Kabel. Zack. Wow. Zzzt. Gibt's hier was Schönes? Launcher schon wieder. Was für ein überbreites Skill. Nee, ist auch nicht besser. Fertig. Puny Sniper. Mission auch fertig. Gut, warte, ich wähle gleich die nächste aus. Jetzt nicht, Cookie. Erste Fackel. Ist das überhaupt hier? Nee. Irgendwo müssen noch mehr Missionen zu finden sein hier in der Stadt, glaube ich. Wir haben noch ganz viele. Ja, aber die sind nicht in der Stadt, die sind drumherum. Ich würde gerne erstmal New Haven abschließen. Hier gibt es noch einen Claptrap. Also, ne? Claptrap Reparaturkit finden. Was? Wo ist das Claptrap-Reparaturkit? So, hier gibt's. Ja, Explosionsgedöns. Der eine Roboter dabei, tut mir leid. Oh, wir reparieren ihn ja gleich. Wo ist das? Der Rahl, der hat schon wieder die Kisten geöffnet. Natürlich. Ich öffne nur Waschmaschinen. Ja, da ist ein Schild im Weg, da komme ich so nicht drauf. Bist du schon da? Ja. So gut wie. Dann da rauf. Dann hier rauf, hier rauf und. Hä? Gekriegt. Erhalten, können wir mit dem reden? Nee, er hasst den Ort, würde ich mal sagen. Da drüben gab es, glaube ich, noch eine andere Kiste. Gut, die haben wir auch abgeschlossen, die Claptrap-Mission. Was hatten wir jetzt? Haben wir dafür ein Inventar? Ja, Inventar-Upgrade mal wieder. Dafür sind die Claptraps zu gebrauchen. Hat jemand die Kiste da oben? Nee, die hat noch niemand gekriegt. Gucken, ob ich so darauf komme. Oder ob ich mal einen anderen Weg nehmen muss. Nee, es geht tatsächlich auch so.
SMG und Pumpgun.